I'm gonna fall asleep the second I hit the couch. You better rally. We still have to do some cleaning before bed. Do we have to? Hey, whoever packs the most gets the big couch tonight. Shit. Allison. I'll get the fire extinguisher. Tyler! Tyler, are you alright? Allison, Barn. Stay there. I got it. Ich glaube aber nicht, dass das Sam gewesen ist. Wir haben immer noch den Jäger. Also den Jäger-Jäger und den bösen Jäger. Die beide Jäger sind und eine Person sein könnten, versteht ihr? Was wurde hier... Was happened? There was... A guy. He smashed me in the face with the door. Mm-hmm. What guy? What did he look like? I'm not sure. I couldn't see straight and he was all in black. God. Why would someone try to burn down our barn? Entschuldigung, ich bin grad... I don't know. Okay. But I'm going to find out. Yeah. Was hey, das? Come check this out. Is that a box under the barn? Yeah. What the hell? Ja, I think this is nichts. Where the fire started. So he was trying to burn whatever's inside? We should check it out. I'm gonna need to remove a few more planks to get to it. Hmm. Where could we possibly find a tool to do that? Huh. These planks look newer than the rest. That corner used to be all dirt. For chickens. She was always saying how she was gonna make this place a real homestead. Little house on the tundra. Okay. God. He really turned this place upside down. Under a rug? Did he really have to smash everything? So, did Eddie teach you how to put out a fire? Nope. I taught myself. This gas can was already here this morning. He didn't bring it with him. Na, da haben wir ja. Super. In jedem Spiel. I guess we know how he made the hole. Ach, guck mal hier. Der Jäger? Huh. At least you were spared. Ah, ne, die Mondhexe. Ach, stimmt, da war ja auch. Asshole even dumped the drawers. Super neugierig, aber warte mal, vorher noch. Hm? Well, at least he left us the junker. So, das. Okay, los geht's. Step back. I'll be fine. Hat wohl nicht so geklappt, Typ, ne? Ich hab voll Angst. Was ist... Jetzt wird sich wahrscheinlich wieder alles ändern, oder? Oh nein! Well, I only know one person who'd bother to decorate a storage box like this. Marianne. Let's open it. Three digits. Any ideas? Marianne was never really a numbers kind of person. What's that there? Some kind of carving. War das, wo wir am Ende hier stehen geblieben sind? Ja, das ist das, wo wir am Ende... Okay, haben wir hier... Warte mal, wir haben ja die Mondhexe gerade gefunden, ne? Warte mal. The Mad Hunter. Oh. Wir gucken mal ganz... Ich guck mal ganz kurz eben, ob wir hier irgendwo was wie eine Kiste halt finden. Wait. Look. Ah. It's the same symbol. The Secret Keeper. Ja, okay. Well, let's see if we can find any numbers. Die Kobolde erhalten die Gabe der Stimme. Ich bin so müde, ich hoffe, ich kann das Rätsel jetzt lösen. Es waren einmal in einem tiefen, uralten Wald. Zwei listige Kobolde, die die Geheimnishüterin dabei erblickten, als sie ihre Runden drehte, um die Geheimnisse der Tiere im Wald in Erfahrung zu bringen. Wie kommt sie nur an die Geheimnisse? Glaubst du, sie öffnet ihre Köpfe?
sagte der eine Kobold. Oh, ich weiß, wo die Zahlen sind. Finden wir es heraus, sagte der andere. Und so beobachteten die Kobolde die Geheimnishüterin. Wir haben nach draußen die drei Lurche. Sie beobachteten sie, bis der stattliche Elch auf sie zukam. Der Elch ließ den Kopf tief hängen. Es war meine Schuld. Ich habe den schlechten Weg gewählt. Ich kann die Erinnerung nicht mehr ertragen. Die Geheimnishüterin nickte und schaute dem stattlichen Elch in die Augen. Die Kobolde hörten nichts, wussten aber, dass sie mit dem Elch sprach. Die Geheimnishüterin, boah, vier Seiten. Geheimnishüterin konnte nämlich mit Hilfe der Gabe der Stimme nur mit ihren Gedanken mit anderen sprechen. Okay. Nach ein paar Minuten blinzelte der stattliche Elch. Ich fühle mich irgendwie leichter, sagte er. Habe ich dir etwas gegeben? Die Geheimnishüterin nickte erneut und reichte ihm eine Münze. Der stattliche Elch verstand und trottete weiter. Er erspähte die Kobolde, die sich im Wald versteckten, und warf ihnen einen argwöhnischen Blick zu. Er wusste, dass sie oft Unfug ausheckten, aber die zwei Kobolde pfiffen unschuldig vor sich hin und so konnte der Elch nur weiterziehen, schließlich hatten sie nichts Schlimmes getan. »Ich muss wissen, was das für ein Geheimnis war«, sagte der eine Kobold. »Los, kaufen wir es!« Also gingen die Kobolde zur Geheimnishüterin, bevor sie das Geheimnis des Elches verstauen konnte. »Ah, wir wollen das Geheimnis des Elches kaufen!« »Was könnt ihr mir dafür geben?«, fragte die Geheimnishüterin mit ihrer Gabe der Stimme. Die Kobolde holten eine Haarbürste mit silbernem Griff hervor, die sie von der Prinzessin gestohlen hatten, und die Geheimnishüterin nickte. So erfuhren die Kobolde, dass die Gefährtin des Ace an einer Klippe in den Tod gestürzt war. Die Geheimnishüterin ging weiter. Der eine Kobold sagte, ich will noch mehr wissen. Also folgten, warte mal ganz kurz, einen silbernen Griff hervor. Eine Haarbürste, silbernen Griff. Okay. Also folgten die Kobolde der Geheimnishüterin, um herauszufinden, wo sie ihre Geheimnisse aufbewahrte. Sie folgten ihr bis zur Spitze eines nahegelegenen Bergkamms und sahen, wo sie alle Geheimnisse, die sie an den Tag gekauft hatten, hoch oben in einer Wolke verstaute. Hoch oben in einer Wolke. Als sie weg war, kletterten die Kobolde auf eine hohe Fichte, die im bedeckten Himmel verschwand. Sie schafften es gerade so, die Hände hineinzustecken. Sofort brach ein Strom von Erinnerungen über sie herein und sie zogen die Hände zurück, als hätten sie in kochendes Wasser gesteckt. Tränen strömten ihnen die Wange hinunter. Aber die Geheimnishüterin, als die Geheimnishüterin wiederkam, fand sie die Kobolde weinvoll auf der Fichte sitzend. Entschuldigung, ich versuche mir gerade einen Reim daraus zu machen. Ihr habt meine Geheimnisse gestohlen, sagte die Geheimnishüterin wütend. Gebt sie mir zurück! Die listigen Kobolde hörten sofort auf zu weinen und sie witterten eine Chance. Und was bekämen wir dafür? Was bekommen wir dafür, fragten sie. Ihr könnt die silberne Haarbürste wieder haben, schlug die Geheimnishüterin vor. Für so viele Geheimnisse, pah, dann müsstest du uns schon mehr anbieten. Und wie wäre es, sagte die Geheimnishüterin, wenn ich die Gabe der Stimme mit euch teile? Das gefiel den listigen Kobolden. Abgemacht. Und so verlieh die Geheimnishüterin den Kobolden die Gabe der Stimme. Die Kobolde merkten sofort, dass sie wirklich die Gedanken des anderen hören könnten und die Gefühle des anderen fühlen konnten. Sie gaben den gestohlenen Geheimnissen zurück und liefen zurück zum großen Holzhaus. Dort sahen sie, dass die Prinzessin gerade Essen zubereitete. Aber als sie versuchten, ihre Gedanken zu lesen, konnten sie nichts wahrnehmen. Sie versuchten, in Gedanken mit ihr zu sprechen, aber sie konnte sie nicht hören. Offenbar hatte die Geheimnishüterin die listigen Kobolde überlistet. Sie hatte ihnen nur so viel von ihrer Kraft gegeben, dass sie die Gabe der Stimme aufeinander anwenden konnten, aber nicht auf die der Waldbewohner. Und das war die Geschichte davon, wie die Kobolde von der Geheimnishüterin die Gabe der Stimme erhielten. Warum sie nur untereinander nutzen könnten. Ist das das Richtige? Das ist das Auge, ja. Eine Wolke. Eine Wolke. Eine Fichte, eine Wolke, eine Bürste. Reicht meine Hirnaktivität jetzt noch für das Rätsel? Eine Fichte. Warte mal, wir konnten ja hier auch noch links irgendwie... Ich guck mal ganz kurz, ja? Ich kann jetzt hier langlaufen. Kann ich? Okay. Ja, gut. Gehen wir mal gucken. Ich überlege gerade wegen der Wolke. Oh, Entschuldigung. Do you remember anything about his face? I couldn't see it. He had a hood on. Und außerhalb von der Scheune würde ich gleich auch nochmal gucken.
Da vorne waren wir auch noch nicht. Aber Wolke, ich weiß es halt gerade nicht, wie es gemeint ist. Ne? Ich laufe jetzt erstmal rum und guck mal, ob irgendwas passiert. Und finde es immer noch seltsam, dass ich jetzt hier auf einmal überall hin kann. Ah, ich dachte schon. Allison, mir ist gerade eingefallen, dass ich noch Takoyaki eingefroren im Gefrierfach habe. Aber ich mache mir das jetzt nicht um 3.38 Uhr. Ich muss das noch alles schneiden, warten, Hund hochladen und Thumbnail machen. Hurra. Ja, was haben wir hier jetzt Schönes? Ja. Damn. Ah. He ran straight for it. No stops, no turns. He was on a mission. Mhm. Fishing boots. Oh, schade. Ja. Ansonsten mache ich eine kurze Pause und guck nochmal, ne? Ich laufe jetzt hier nicht die ganze Zeit rum. Ich kann mir gerade auch nicht... Wolke. Gab es hier irgendwo in den Räumen was, was vielleicht darauf hinweisen könnte? Ich muss so pinkeln die ganze Zeit. Darf ich ins Haus? Just like we left it. Oh, und zu. Hä? Hm. Okay. Nothing. Ja, ihr seht, ich habe total den Durchblick, ne? Also, ja, holla, die Waldfee, habe ich den Durchblick. Okay, ich mache mal eine ganz kurze Pause und bin sofort wieder da. Preferably without destroying the box. So, ja, da bin ich. Ich habe jetzt die ganze Zeit draußen rumgesucht. Ich krieg's irgendwie voll nicht hin. Und wenn ich das hier mache... I think we just need to break the lock. There must be something in here we can use to get it open, preferably without destroying the box. So, und da bin ich ja gerade wirklich mal dafür. Great, more to clean. These things are really built to last. Ich meine, ich kann jetzt mal gucken, aber eigentlich hier, das war jetzt so der Tipp, den sie mir gegeben hat. Ich bin wie gesagt draußen rumgelaufen. Wir konnten jetzt das Ding da öffnen. Ich würde natürlich gerne den Code dafür nutzen, aber Daddy wasn't after this. Ich habe gerade auch irgendwie geguckt im Steam-Forum. Ja, ist das denn voll gruselig? Okay, dann machen wir es halt so. That'll break a lock. Ja, weil, sorry, ich kriege die Kombination gerade nicht raus. Ich schäme mich furchtbar. Aber ich will jetzt auch wissen, wie es weitergeht unbedingt. Let's not waste time. Ja. Uh-oh. Ich hab Angst. Guessing she didn't know how much of an ass he'd turn out to be. Hm. Liebste Mary Ann, ich muss dich wiedersehen. Ich weiß, wie das jetzt klingt und ich möchte nicht, dass du mich für einen Schürzenjäger hältst, der jeder Frau nachrennt, die neu in Dallas Crossing ist. Ich habe meine Gelübde immer ernst genommen, doch mein Treffen mit dir hat alles verändert. Wenn wir zusammen sind, fühlt es sich so an, als würde ich im Dunkeln ohne Scheinwerfer mit 120 die Autobahn entlang rasen. Und ich will, dass dieses Gefühl nie vorbeigeht. Ich weiß, dass es falsch ist und wir beide viel zu verlieren haben. Aber ich muss dich einfach wiedersehen. Ich hoffe, dir geht es auch so. Herzchen. PS, fürs nächste Mal habe ich dir eine Kleinigkeit gekauft. Ich kann es kaum erwarten, dich darin zu sehen. Hm? What a mess. Fuck. That's rough. Mary Ann, es tut mir leid, dass du in dieser... This guy tried to push Mary Ann to get an abortion. Was? Even though she wanted to keep us. Spoiler doch nicht, sie muss ja lesen. Mary Ann, es tut mir leid, dass du in dieser Lage bist. Du glaubst, du wärst eine tolle Mutter und ich habe keine Zweifel, dass du es eines Tages auch sein wirst. Aber hier und heute müssen wir dafür sorgen, nicht gleich drei Leben zu ruinieren. Meine Ehe ist schon längst zerrüttet, aber das verdient sie nicht. Doch vor allem mache ich mir Sorgen um dich. Die Menschen hier zerreißen sich gerne das Maul und ich möchte nicht, dass du das durchmachen musst. Ich weiß, dass du zurzeit etwas knapp bei Kasse bist und ich werde meine Mögliches tun, um dir zu helfen, das Richtige zu tun. Sag mir einfach, wie viel du brauchen wirst. Wer hat das geschrieben? That's everything. What the hell? So... Mary Ann hid a box under the barn. A box full of letters from our deadbeat dad.
Er wollte die Briefe, er trug Anglerkleidung. Er wusste, wo er suchen musste. It didn't look like he tried to get into the house. Yeah, he knew to look in the barn. He must have known they were there. Or just knew our mother really well. Er wollte die Briefe. Yeah. He turned the whole place upside down and didn't take anything. All he wanted was that box. And he was willing to burn down the barn to get rid of what was inside. So, I think he was wearing fishing gear. Fishing gear? Does that mean? Let's not jump to any conclusions. Half the town's probably got the same gear. Das ist nicht Sam! Hör auf! Oh Gott. Das darf nicht sein. Was? Wo? Draußen? About you, but I haven't forgotten anything about that night. I would have said the same thing, but something felt different. I need to see the rest. But you know what happens down there. That's the thing. I'm not sure I do. Oh God. Komm, Allison. Noch einmal. All right. Let's go. Out of all the ways he could have said hello. This is where I tripped. The Mad Hunter. There was someone here that night? In the woods? No. It was just... I saw... Uh-oh. What the hell did I actually see? Wer ist er? Wer bist du? Der hat kein Bart. Der hat kein Bart! That was the Mad Hunter. What? What are you talking about? That night, I thought I saw the Mad Hunter in the woods, but I guess it was just some asshole. Some asshole who just fucking stood there and watched while our mother chased me with a shotgun. Do you think it was the same guy? Maybe. I mean, it had to be him, right? They were wearing the same fishing gear. Yeah, unless everyone who wants to mess with us is coordinating outfits. And wait. He was here once before, wasn't he? A few days before Marianne died? Maybe. Hold on. Do you feel that? Trail ends here. It looks like he jumped into the gully. Hey, are there footsteps on the other side? Yeah. That must be where he climbed out. Well, he's long gone. Kann ich hier lang? Oh. Oh mein Gott. Hier? Ja, ohne Scheiß, ich weiß gerade nicht, wo ich gucken soll. Ach, wahrscheinlich dann da. Ja, okay. Hm, schade. Mist, ich dachte, ich kann davon Tyler, noch... Tyler, not there. Our mother fought with someone on the dock. About us. We need to know if it was the same guy. But what if it's not that memory? What if it's... I can't go through that again. We have to take that chance. But do we really? I mean, someone just tried to burn our barn down. Yeah, and that means we've got to be close to something. I'm not going on that dock. Nur noch einmal. Just one more time. Please. There's always just one more. Every time it seems like we're done with this, something new pops up. What if this is the only chance to figure out who our father is? Then we go on living our lives without him, just like we always have. Come on, we need to know the truth. For her. What if I don't want to know the truth, huh? Did you ever consider that? Oh, no. No.
You just push and push and... You have to take responsibility for your part in Marianne's death. Hä? What? How can you say that to me? I didn't. But I did, right? Earlier, to Eddie. But I swear I didn't just say that to you. So we can't even trust our own voices now? God, I don't know. Allison. I'll do it. Let's go. Okay, komm, Allison. Wir tun es. Wir tun es. Oh Gott. Can you hear what they're saying? Quiet. Don't want Mom to catch us out of bed. I told you that would happen. We almost had it, though. That was us watching Marianne fight with that guy. Try to focus on him, all right? Don't think about anything else. Wie ich gerade so auf diesen Punkt gucke, um mich auch zu konzentrieren. I don't owe you anything. You've been a little all over the place lately. All over the place? I've just been trying to survive. If you want to make sure I don't get desperate, you could help us out. Lend me some money. Was sind die? Why did it stop? I can't, Tyler. But we were so damn close. I'm sorry, but I'm done. That's it? You're just giving up, just like that. You can't do this. We owe her. Marianne is gone, Tyler. And nothing we do is gonna change that. Don't go, please. You can't keep running from this alley, or it's only gonna get worse. Auf jeden Fall auch hier wieder jemand mit Kutte, ne? Die Stimme kannte ich jetzt auch gar nicht. Ouch! Watch it! You're stepping on my foot! Can you hear what they're saying? Quiet! We don't want Mom to catch us out of bed. There's no money. I've never asked you for anything, but right now they need you. It's not gonna happen. I've got everything I need to nail your ass in that barn. And just what do you think happens after that? What do you mean? Well, if those kids have a father, you really think there's a court out there that'll let you keep them? No! You have no claim to my children! Get the hell off my property, now! If you ever come back here, I'm going to kill you! Allison? Thank you.
Errungenschaft freigeschaltet, Kapitel 2. Warte, hat Allison da jetzt irgendwas vertauscht? Ist da jetzt was, aber was genau ist in ihrem Kopf passiert? Ich weiß nicht, was mir... Ich verstehe die... Ich kriege die Sequenz gerade nicht zusammen. Also ich verstehe schon, I'm going to kill you, dann aber wieso sollte sie wegrennen? Der Mutter nicht helfen, natürlich. Auch noch. Und wieso sollte sie dann wegrennen und dann das daraus machen? Wieso kann sich Tyler dann nicht daran erinnern? Ich bin so verwirrt jetzt. Ich lasse mal die Credits durchlaufen und dann... Obwohl, die Credits haben wir ja schon gesehen. Ha, jetzt kann ich nämlich fortfahren machen. Die Credits haben wir schon gesehen. Deswegen darf ich diesmal das hier machen. So, Tyler und Allison. Tyler fühlt sich übergangen, als Allison ihre Erinnerung im Haus wählte. Okay. Tyler fühlte sich ernst genommen, als Allison die Wohnungsbesichtigung ablehnte. Tyler und Allison. Allison schöpfte Hoffnung auf eine heile Familie, als Tyler Eddie verzieh. Eddie war gerührt, dass Tyler ihm verzieh. Achso, warte mal, können wir ja hier unten gucken. So, ich bin die 46%, ich bin die 66%. Da bin ich die 82%. Da auch. Und da, Michael, war es peinlich, als Tyler ihn in einen Korb gegeben hat. Weil es mir zu schnell ging, Michael. Wir haben es gerade erst kennengelernt, Mann. 21%, toll. Ach. Tessa fühlte sich von den Zwillingen zurückgewiesen. Ja. Ja, da war mir klar, dass wieder zu denen... Die sind alle wieder viel zu nett hier. So, jetzt bin ich gespannt auf die Vorschau. There's something else. Look at this. What do you think? Should we give it a shot? I think the crafty goblins have one more hatch to sneak through. Let's go. Es gibt also noch einen Dachboden. Ja, aber das war jetzt die Vorschau, die... Ich meine, am Donnerstag geht es, nächste Woche Donnerstag, also am 10. geht es weiter mit dem Kapitel 3. Ja, was soll ich denn... Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade an meiner Müdigkeit liegt oder dass das P und das D da oben so dick ist. Pandoria. Ja, ich weiß es gerade absolut nicht, was ich von dem Ende... Ich versuche ja immer so ein bisschen zu interpretieren und so. Und das war jetzt irgendwie... Also das Kapitel war voll spannend und sehr krass. Ne? Also muss ich erstmal sagen, das Kapitel 2. Aber am Ende jetzt gerade bin ich so... Allison hat offensichtlich, so wie das Spiel uns das ja jetzt zeigen... erstmal der Vater, was für ein Huso, ne? Die Mutter tut mir immer noch saumäßig leid. Ich kann euch aber auch nicht sagen, wer der Vater ist. Es ist nicht Sam. Es ist auf keinen Fall Sam, aber der Vater will auf jeden Fall... Der Vater ist verheiratet gewesen. Ich habe gerade ab und zu ein paar Mal diesen Priester im Kopf gehabt. Ne? Diesen... Weil wir haben den da irgendwie... Wir haben das Bild gesehen und Allison fand den ja ganz süß und Tessa findet den ganz toll. Da habe ich gedacht, warum? Warum ist der auch so detailliert auf dem Bild, ne? Aber der Priester kann ja... Obwohl, ich weiß nicht, könnte ein Priester heute verheiratet? Ich habe keine Ahnung. Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege, ne? Ja, aber den hatte ich da irgendwie im Kopf. Den Sam jetzt, wie gesagt, nicht. Eddie, das würde mich so wundern jetzt. Den hätte ich halt optisch jetzt im Kopf gehabt. Aber ansonsten... Der Tom auch? Oh, nee. Das wird natürlich mit... Nee. Ey. Nee. Nee. Aber jemand, den wir noch gar nicht gesehen haben? Also, ich habe eigentlich den Jäger im Kopf. Könnte die Stimme von dem Jäger gewesen sein vom Boot? Ich weiß es absolut nicht. Also, ich bin jetzt gerade... Wir haben jetzt 4.04 Uhr. Ich muss da ganz noch schneiden. Muss morgen wieder um 8 Uhr. Also, ich kann ja... Ja, ich glaube, ich werde nie wieder in meinem Leben schlafen, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Deswegen werde ich jetzt mal ganz schnell zu Ende machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und morgen geht es direkt für euch weiter. Krass. Und das müsste dann auch das letzte Kapitel sein. Ich kann euch jetzt gar keine Theorie nennen, tatsächlich. Ich bin voll... Ich kann euch keine Theorie nennen, aber... Es gibt noch einen Dachboden. Und der war auffällig. Auffällig geschmückt und bemalt. Wie so eine Art... Schrein irgendwie. Könnte das die Wolke sein, in der die Geheimnisse liegen? Ich weiß es nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis morgen dann. Oder wann auch immer ihr es schaut dann. Bis zum nächsten Tag oder bis zur nächsten Folge. Bye, bye.